Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft auf der PlayStation 4. Juhu! Und wir sind hier immer noch in der Höhle von unseren Höhlentour hier. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben hier, wo ich gesagt habe, wir machen noch eine Folge von der Höhlentour. Jo. Mal gucken. Jetzt werden wir erstmal die schönen Sachen hier einsacken, die hier vor der Füße uns hier liegen. Da sehe ich das erste Eisen. Zack. So, das haben wir eingesammelt. Oh, schon wieder diese Dungeon-Geräusch. Ich mache uns erstmal hier ein bisschen Licht. Zack. So. Aha. So, hier geht's hier wieder runter. Da kommen die Viecher. Da kommen die Viecher, Leute. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen mit den Viecher. Erstmal gleich noch ein bisschen heller machen hier. So. Kohle einsacken. Brauchen wir. Weil wir wollen ja ein bisschen was zu braten haben, zum Essen machen. Und wir müssen ja noch ein bisschen Steine umformen und das Eisen brennen. Dazu brauchen wir ja die ganze Kohle. So. Da oben ist noch Eisen. Kommen wir da ran? Ja. Zack. So. Haben wir da noch? Was war das eben? Kohle. Alles einsacken. Brauchen wir. Aber es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn ich ein bisschen Holz mitgenommen hätte, wa? Für eine Werkbank. Dann hätte ich mir noch ein bisschen Werkzeug machen können. So. Mal sehen, ob wir von hier aus rankommen. Ja. Muss man natürlich da unten drunter wegkloppen, dass es runterfallen kann. Wunderbar. Die Viecher, die sind zu hören hier irgendwo. Im Hintergrund. Natürlich immer mehr Kohle zum Vorschein. Wäre schlecht, nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen Eisen bekommen würden. Das wäre super. Für ein bisschen Werkzeug. Kohle ist ja auch nicht schlecht. Das brauchen wir ja auch. So. Ich muss bestimmt bald gegen die Viecher gleich hier kämpfen. Das hört sich so verdächtig danach an. So, erstmal alles einsammeln, was hier unten liegt.
Okay. So, Schwert schon mal in der Hand nehmen. So, hier wird es verdammt dunkel irgendwie. Wo ist die Hexe? Habt ihr irgendwie eine Hexe gehört? Das fehlt mir ja jetzt auch noch. Verdammt. Ist irgendwo eine Hexe. Wo ist die? Mein Werkzeug geht zur Neige. Ich muss irgendwie zurück. Mir Werkzeug machen. Erstmal brauche ich noch ein bisschen Licht. So. Mein Werkzeug ist kaputt. Das werde ich mal noch als Not behalten. Das ist der Rest von der Spitzhacke. Ich werde mal sagen, wir gehen mal langsam zurück. Und besorgen uns Werkzeug. Und wir sichern erstmal unser abgebautes Zeug. Ja. Natürlich war das hier der Rundgang. Da ist die Dings. Ganz toll habe ich das gemacht. Hier müssen wir hin. Oh, hier blubbert es aber ganz dolle. So. Erstmal zurück. Und unser Material sichern. Zack. So. Okay. Unsere Ausbeute erstmal in Sicherheit gebracht. Das ist schon mal gut. Drei Eisen haben wir gekriegt. Na, das ist ja. Das ist ja sehr viel. Und unsere Kiste ist auch schon voll. Da müssen wir. Erstmal noch eine Kiste bauen. Wo wir unser Material bauen können. Okay. Eine Kiste. Wo ist er? Da ist er. Die packen wir erstmal nach da. Nach da und nach hier. Das ist ja auch wieder was. So. Wir schmeißen erstmal alles durcheinander erstmal rein hier. Das ist erstmal egal. Sortieren tun wir nachher später. Okay. Die Kohle teilen wir erstmal auf für den Ofen und für Fackeln. Okay, das kommt noch wieder zurück. Es wird dunkel, packen wir uns erstmal hin. Zack. Okay. So, dann brauchen wir ein paar Stickies. 8 Stück haben wir. Das ist ja auch eine Ausbeute. So, Schippe brauchen wir nicht machen, aber wir machen uns jetzt erstmal eine Eisenspitzhacke, wenn das da durchgelaufen ist. Das ist schon mal wichtig. Es ist durchgelaufen. Das kommt im Ofen. Zack. So. Jetzt die Eisenspitzhacke. Zack. Das war wichtig. Schwert können wir uns später ja noch immer noch mal machen.
Weil mit der Eisenspitzhacke kriegen wir ja auch das Material ein bisschen schneller weg, hält länger. Und wir können auch damit Diamanten mit abbauen. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Holz. Ich habe doch da Holz. Da. So, okay. Jetzt brauchen wir noch ein paar. Brauchen wir noch ein paar Stickies. Okay. Rest heben wir auf. Schmeißen wir erstmal hier wieder rein. Die packen wir nach da. Die Stickies packen wir auch raus. Okay. Halt! Fackeln bauen. Fackeln. Wo seid ihr da? 25. Alle. Das ist ja wieder ganz toll. Stickies alle. Oh, jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Holzfarm gehen, wa? Da haben wir nochmal, achte, die hauen wir hier nochmal um für ein paar Stickies. So. Zack, 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 zack. Okay. Da haben wir jetzt auch noch genug Stickies. Wir müssen noch einen Hackebeil bauen. Wir müssen Holz hacken. Wir bauen Holz und da muss ich offline nochmal Material sammeln, dafür hier ein bisschen was bauen können. Ne? Unsere Base ausbauen, vergrößern. Das kommt jetzt als nächstes. Ich hoffe, wir finden da noch Material zum Bauen gleich. Wenn wir das hier vergrößern. Genau. Jo. Was sagt das Feld draußen? Erstmal Schwert in der Hand. Oh, die nächste Melone. Und wir können, glaube ich, schon mal ein bisschen. Was war das da? Ach, scharf. Ein bisschen rote Beete. Farmen auch schon. Zack. Ah, nicht wegfallen im Wasser. Zack. So. Ein paar Samen rausgekriegt. Die setzen wir gleich wieder hin hier. Zack. So. Hervorragend. Den setzen wir hier hin. Jo, Samen ist alle. Der wird jetzt ja auch fertig sein. Ja, und den hier noch. So. Zack. Dann würden wir die gleich mal noch wieder einsetzen. Zack, 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 zack. Am her. Oh. Alle. So. Dann machen wir noch den Fisch. Wegsnacken hier. Wegsnacken. Und dann sage ich schon mal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Kuno. Vielen Dank erstmal wieder fürs Reinschauen. Na, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, ich werde immer noch den schönen Fisch verzehren. Wegsnacken. So, okay. Tschüss.